Das Skitourengehen erfreut sich einer immer größer werdenden Beliebtheit. Dabei kommt es in vielen Skigebieten zwischen den Liftbetreibern und den Skitourengehern zu Konflikten. Wie ein gutes Zusammenleben der beiden Parteien aussehen kann, zeigt das Beispiel Zinkenlift am Dürnberg. Ja, die Tendenz ist stark steigend. Also ich bin jetzt seit 13 Jahren Geschäftsführerin bei den Zinkenliften und ich denke mal, im Laufe der letzten Jahre war sicher 20% Steigerung. Die Zinkenlifte gehören zu 100% der Stadtgemeinde Hallein und daher ist bei uns auch der Skitourengeher sehr willkommen. Wir haben eine Regelung, die so ausschaut, dass es einen eigenen Auf- und Abstieg für Skitourengeher gibt, der auch beschildert ist, der auch präpariert wird und der lawinensicher ist. Hier könnte also eine gemeinsame Lösung gefunden werden. Aber wie sieht das dann in der Praxis aus? Halten sich die Skitourengeher auch daran? Ja, es gibt seit 2010 eine Verordnung, eine ortspolizeiliche Verordnung der Stadtgemeinde Hallein zum Skitourengehen am Dürnberg. Und das ist auch ausreichend beschildert. Das heißt, vom Parkplatz der Zinkenlifte weg führt die Tour einerseits über die Stocker Höhe, nennt sich das, über den Osthang hinauf zum Zinkenstüberl oder weiter ins Rossfeld. Andererseits besteht die Möglichkeit, am unteren Schlepplift entlang an der Kante der Skipiste, das ist wichtig, und hintereinander, nicht nebeneinander, hinaufzugehen und dort diese Skitour zu machen. Die Praxis hat gezeigt über viele Jahre jetzt, dass die Mehrheit der Tourengeher sehr einsichtig ist und das auch alles akzeptiert, was wir da vorgeben. Es gibt immer wieder ein paar schwarze Schafe, aber ich sag mal, 98% der Tourengeher befolgen die Anweisungen, die das Skigebiet für den Auf- und Abstieg vorgeben. Somit steht zumindest am Dürnberg in Hallein dem Skitourenspaß nichts mehr im Weg, wenn doch nur endlich der Winter kommt.